Himmel, lieben Freunde, willkommen zurück zu Star Stable Online. Und zwar zu der nächsten Quest, die wir noch heute machen werden. Und zwar mit der Alberta, mit dieser Spinne da. Weil die ja für den nächsten Morgen gedacht war. Und jetzt schon 3 Tage bei mir oder 2 Tage bei mir vergangen, oder? Ich glaube, 3 Tage bei mir jetzt vergangen sind, seitdem ich die Quest jetzt mache. Mit euch zusammen. Und ich habe mir überlegt, dass ich Star Stable an sich, ja, halt wieder in Parts mache. Also das, ich weiß jetzt nicht, welcher Part das jetzt sein wird. Irgendwie über 30 oder 40, keine Ahnung. Halt wieder an das alte Let's Play dran schließen werde und nicht immer nur Wochenupdate von bla und bla, Wochenupdate von bla und bla. Das ist alles ein bisschen blöd. Wäre ich mir gedacht, dass ich das wieder in dieses Let's Play wieder mit reinbeziehe. Und vielleicht auch mehrere Stable-Videos mache, zum Beispiel von Championat oder vielleicht auch, wenn ich zum Beispiel ein neues Pferd kaufe, habe ich ja schon gemacht, oder dass ich vielleicht mal so eine Levelrunde mache oder keine Ahnung, mit euch zusammen dann, ja, zusammen ein Pferd-Level eventuell. Ja gut. So, wir sind hier stehen geblieben bei diesem undankbaren Professor, der einfach so ein eiskalter Sack ist und nicht sehr übrigens freundlich. So, mein kleines Zuckerstück. Oh. Ist das dein Ernst? Ist das gerade dein Ernst? Dass ich absteigen muss? Alberta, sprich mit mir. Was ist los, mein Zuckerstück? Hast du vielleicht zu viele Fliegen gefressen? Das macht meine Katze auch, lol. Ich habe dir schon gesagt, dass du nicht so viele davon verschlingen sollst. Oder hast du einen der kleinen Bienchen verletzt, als du im Baum hoch herumgeklettert bist? Kati, was passiert ist? Alberta, sie hat die ganze Nacht Bauchkrämpfe. Ich habe alles versucht, aber nichts hat geholfen. Ich glaube, sie ist krank. Oh, mein armes Zuckerstück. Meine Prinzessin, sag mir doch bitte, was mit dir los ist. Vielleicht wirfst du mal deinen Blick auf Alberta und schaust, ob du irgendetwas entdecken kannst. Nein, auf dich wollte ich nicht. Auf dich will ich gar nicht hinabblicken. Alter, wer wird denn eine Spinne freiwillig anfassen? Vor allem so eine fette. Du kannst äußerlich nichts Auffälliges an Alberta finden. Hast du etwas gefunden? Was hast du erwartet? Warum sollte Alberta dir anstatt mir erzählen, was los ist? Ach, halt doch dein Maul. Wer hat sie denn zurückgebracht? Du oder ich? Nein, Liebe, es weine nicht. Ich bin hier. Hier ist deine Decke, Liebling. Decke mir so auf den Keks. Alberta fühlt sich nicht so gut. Am besten gehst du. Du hast eine Idee, sagst du? Dass wir Alberta zum Tierarzt bringen sollen? Das ist eine Idee. Zuckerstück, was sagst du? Sollen wir versuchen, ins Mondsicheldorf zu gehen und Camellia zu treffen? Oder Camilla? Aber Alberta, ruhig, du musst nicht beißen, ich hebe dich schon nicht hoch. Wir können allerdings nicht hierbleiben, also sollte ich vielleicht gehen. Okay, okay, natürlich lasse ich dich nicht, Engel. Ich bleibe bei dir. Ich verspreche dir, ich bleibe bei dir. Du willst zum Tierarzt reiten? Du bist so hilfsbereit. Du findest im Mondsicheldorf eine Person namens Camilla Turnstone. Sie kennt Alberta gut, schon seit sie klein war. Wenn jemand etwas weiß, dann sie. Ja, ja. Du musst ja schon bei ihr bleiben, dass ihr auch ja nichts passiert, ne? Pass auch auf, dass sie nicht wieder wegläuft. Du Idiot. Ah. Oh. Ich habe auch so überlegt, zusammen mit einem Together, sag ich mal, das Stable aufzunehmen, und zwar mit Armin. Wollte ich eigentlich sogar jetzt eigentlich machen, anstatt diese Quest hier. Aber er hatte noch was zu tun und ich habe das noch nicht hingekriegt mit dem Sound. Ich habe mir jetzt was heruntergeladen, was hätte gehen müssen. Ich muss das dann noch testen. Hoffentlich versteht ihr das. Das wird dann lustig, weil er dann am Anfang das Stable spielt als allererstes. Lol. Ich habe ihn da nicht zugezwungen. Nein, ich doch nicht. Lol. Ja. So. Oh Gott, wie sieht die bitte aus? Da will ich nicht mein Tier hinbringen. Die sieht so psychisch aus. Oh Gott. Hallo. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Tier durchatmen. Ach so, Tier durchatmen, genau. Ich kann auch nicht mehr lesen. Tief durchatmen. Ist irgendwas passiert? Nein.
Nicht, dass ich wüsste. Woher ich weiß, dass etwas nicht stimmt? Liebling, ich habe lange als Apotheker gearbeitet und danach als Tierarzt in der Stadt, die heute Alt-Hilbla genannt wird. Ich mag den Namen nicht aussprechen, keine Ahnung. Natürlich kann ich sehen, dass etwas nicht stimmt. Entschuldige, wer sagtest du, bist du? Katja? Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Camilla Turnstone. Was kann ich für dich tun, mein neuer Freund? Oje, das klingt wirklich nicht gut. Ach, echt? Ich habe einfach nichts gesagt und ist schlimm, lol. Das klingt sehr ernst. Wie gut, dass du so schnell hergekommen bist. Es könnte ein Bauch... Was? Ein Bauch... sein oder Kohle... Oder wenn wir Pech haben, ein... Keine Ahnung. Entschuldige, du musst nicht wissen, was das alles bedeutet. Ich beeile mich und mache mich auf den Weg zum Professor. Danke, aber ich weiß, wo ihr im Sumpf zeltet. Du brauchst es mir nicht zu zeigen, aber wenn du mir helfen möchtest, kannst du zum Kessel reiten und Fruchtsamen von einer Helikonin-Pflanze holen. Naja, zumindest gehört sie zur Familie dieser Pflanzen. Entschuldige, in der Jovikschen Sprache würde man sie schlichtweg grüne Hummerpflanze nennen. Eine seltene Pflanze. Ich habe sie nur im Kessel wachsen sehen. Aber diese Frucht der Blüte hilft bei mir mit den Magenproblemen und ich bin mir sicher, bei den meisten Magenproblemen. Ich bin echt so dumm zum Lesen, tut mir leid. Dass sie auch bei Erbeta helfen wird. Zumindest bin ich heraus... Bis ich herausfinde, was mit ihr nicht stimmt. Könntest du zum Kessel rein und Früchte im Blatt diese Pflanzen da pflücken? Das wäre sehr nett von dir. Und wo ist denn dieser Scheißkessel bitte? Ich sehe nichts auf der Karte. Ich muss das nochmal lesen. Reite zum Kessel und suche nach der grünen Hummerpflanze. Ja, und wo zum Geier sind die? Ach so, da auf der Karte, ach so. Ja, klar, da ganz hinreiten, das sieht man gar nicht. Willst du mich verarschen? Was soll das? Finde ich okay. Jetzt muss ich da ganz hinreiten, ist das dein Ernst? Okay. Wo geht's denn am besten lang? Einfach so da durch, würde ich mal sagen. Einfach durch die Berge? Hä? Naja, wird schwer, aber egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Durch die Berge macht Spaß. Manchmal verirre ich mich immer, weil ich nie weiß, wie hier die Wege sind. Ist mir so crazy. Zum Beispiel wie jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Das hier sieht mir noch richtig aus. Nicht wirklich, aber... Ach so, da ganz tief unten, oder was? Dsch. Sieht dann noch aus, das sieht ja ganz... wo geht's hier nach unten? Lol, da. Ich war hier, glaube ich, auch schon mal drin. War nur kurz geguckt, da bin ich wieder hochgegangen. Auch sehr schön. Glaub ich falsch? Ja, wahrscheinlich. Boah, ist das hier verwirrend. Ich komme nachher nicht mehr hoch, wetten. Was sollen diese Säulen bedeuten dann da gerade eben? Hab ich nicht verstanden. Oh, ein Sumpf. Wie süß. Ach, hier. Das muss die grüne Hummerpflanze sein, von der Camilla sprach. Ja, scheint so. Camilla sagte, ich solle vorsichtig sein, wenn ich die Samen aus den Blüten sammle. Du machst dich bereit, um Fruchtsamen aus der grünen Hummerpflanze zu ernten. Ich ernte. Ist auch noch da hinten, oder was? Okay. So, fertig. Hallo? So, das sollte ausreichen. Du bist zufrieden und willst zurückkehren, als du plötzlich ein seltsames Geräusch hörst.
Du hörst ein Geräusch in der Höhle. Solltest du dich näher heranwagen? Ja, ich muss ja anscheinend. Geht's jetzt da rein? Oh Gott. Hier rein jetzt? Oder wo? Irgendwie nicht so. Oder? Kann ich ja durch? Nee, ich bin zu fett. Ich komme da nicht durch. Ich bin zu fett. Pferd, warum bist du nur so fett? Hier jetzt, oder was? Gruselig. Wahrscheinlich ist ein Bär drinne, der uns alle auffrisst. Oder ein Drache. Alberta, bist du das? Was machst du hier? Nee, oder? Nö, das sieht nicht nach Alberta aus. Fledermäuse eventuell? Das ist definitiv nicht, Alberta. Dein Bauchgefühl sagt dir, dass das hier schlecht ist. Wow, es wird ein Rennen. Wusste ich. Das ist eklig. Boah, da will ich so Panik kriegen wie sonst was. Ah. Und ich hab doch gesagt, das wird ein Rennen. Ich bin einfach durch die Spinnen durchgerannt. Ich bin nicht so schnell. Pferd rennen. Wenn die Spinnen kommen. Ja, Spiel, hör mal bitte auf zu laggen, ja? Nicht hier in diesem Moment. Das ist nicht passend. Zerstört das Feeling. Kackspiel. Wow. Da kann ich jetzt nichts dafür, okay? Hallo? Jetzt hat meine die Spinnen mich von hinten angreifen sollen. Das ist sehr ein spannendes Rennen, muss ich sagen. Not. Wo soll ich überhaupt hin? Ich sehe nicht mal was. Wo soll ich denn hin? Autsch. Hallo? Ja, toll. Schön, Karte, du. Das ist sehr hilfvoll. Wirklich. Sehr. Gott. Puh, du hast es geschafft. Am besten reitest du jetzt zu Haydens Lager und erzählst alles. Hatte ich auch vor. Ich weiß nicht, ob dieser Part wieder so ein einmaliger Part wird, wo die ganzen Quests geendet ist. Oder, wie gesagt, vielleicht schneide ich auch wieder, weil das vielleicht so lange ist. Pferd, bitte. Dankeschön. So, vielleicht hat mich jemand angeschrieben oder so. Nee, das ist immer dieser scheiß Globalschert. Der geht mir so auf den Sack. Oh, das war nice. Ich wünschte, man kann den Globalschert ausschalten. Komplett. Dass man sagen will, oh, ich will den ausschalten oder oh, ich lasse ihn an. Weil selbst wenn du in der Stadt bist, gehen die diese Nachricht auf den Sack. Toll. Ich wollte da gar nicht runterfallen. Schön. Ja gut, meine Nase juckt schon wieder. Das ist Altbekannte. Das ist so schlimm. Oh Gott. Na, wir sind wenigstens gleich bei Hayden. Der heißt jetzt Professor Hayden. Das habe ich jetzt auch mitgekriegt. Ich bin jetzt auch so schlau. Kein Bock über die Brücke. Und die Tierärztin ist da. Da bist du ja. Wie gut, dass du da bist. Hast du die Fruchtsamen? Was ist passiert? Du siehst völlig erschöpft aus. Ach, nix, nix. Mich haben nur ein paar Spinnen attackiert, Männlich. Ich hatte voll die Todesangst. Wir beinahe gestorben, Männlich. Sonst irgendwas? Ach ja. Die sieht irgendwie schwanger aus. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Es ist die Zeit im Jahr, bei der die Jorvikschen Riesenspinnen rauskommen, um ihre Eier zu legen. Sie halten sich im Kessel auf, weil es dort so warm und schön ist. Schön, dass du es mir nicht gesagt hast. Sehr nett von dir, du bist echt gut. Entschuldige, dass ich nicht daran gedacht habe. Aber du hast die Fruchtsamen dabei, oder? Ach so, das interessiert dich mehr, oder was? Ich frage mich, kannst du die Alberta geben, damit ich ihr eine Blutprobe entnehmen kann?
So, diese Quest ist echt das Allerschlimmste. Boah. So, bitteschön. So, jetzt habe ich die Blutprobe von Alberta. Sollte schnell mit den Ergebnissen gehen und dann sollten wir in kurzer Zeit sehen, ob ich richtig mit meinen Vermutungen liege. Aber ich wollte gerade sagen, die Quest ist jetzt am Morgen da. Ja, das war genau das, was ich vermutet habe. Als du mir von den Spinnen im Kessel und den Eiern erzählt hast, habe ich angefangen zu glauben, dass Alberta vielleicht doch nicht krank ist. Und ich hatte recht, sie erwartet Eier. Oh, ihn. Oh, ich sag ja nichts gegen Spinnen, aber das sind solche Riesendinger. Boah. Hayden, ich habe dich, glaube ich, vorher noch nie lächeln sehen. Du siehst beinahe gruselig aus. Ich würde liebend gerne bleiben, aber jetzt muss ich zurück. Ich komme später wieder und schaue nach Alberta. Achte darauf, dass sie sich ausruht und genügend isst. Es ist schwer zu sagen, wann genau sie ihre Eier legen wird, aber jetzt muss ich los. War schön, dich zu sehen. Bis dann. Ja, auf Wiedersehen. Okay, die Sequenz hättet ihr nicht unbedingt zeigen müssen, ist eh unnötig. Aber es ist dasselbe, will realistischer werden, ich sehe schon. Ich werde Großvater. Du wirst gar nichts. Ich wollte gar nicht aufs Pferd. Glaubt man das? Ich werde Großvater. Alberta, du bist Mutter. Mein Zuckerstock ist so groß geworden. Genau, ganz vergessen. Das ist keine Belohnung, falls du das denkst. Es wurde fälschlicherweise an mich geschickt und der Bursche bei der Post ließ es mich nicht zurückschicken. Jugendliche, halt dein Maul. Hier, da hast du es. Ja, scheint so, als ob Alberta dich mag. Jetzt braucht Alberta ein wenig hohen Frieden, aber ich lasse es dich wissen, wenn die Eier kommen. Wow, wie nett von dir. Ja, die ist auch ziemlich cool. Aber nichts geht über meine wunderschöne Reithose, die Reiten 5 hat. Du Penner, was bist du jetzt eigentlich? Okay. Ich weiß nicht, was das hier alles sein soll, aber... Hoffentlich keinen Ruf irgendwann. Ja, die Quest ist damit vorbei. Und ja, somit ist auch der Bart vorüber. Ich hoffe, ihr seid vielleicht beim nächsten Mal dabei in Star Stable Online. Ich bin auf Server 4, wie jedes Mal auf der Videobeschreibung zu sehen ist. Und vielleicht mache ich dann halt mehrere Videos von Star Stable. Vielleicht eine Levelrunde oder vielleicht auch irgendwie etwas. Derzeit arbeite ich gerade an einem Musikvideo. Und falls mich welche auf Facebook halt haben. Ich bin da unter KT Evening Bridge. Halt mein Personen-Account. Ich habe natürlich auch eine andere Facebook-Seite, was bezüglich YouTube und bla. Da heiße ich KT gern, was sonst. Und ja. Und aber unter KT Evening Bridge habe ich jetzt immer so ein, mache ich immer so dieses Musikvideo und halt, um zu sehen, wie das so ungefähr ist und so. Und ja, ich will nicht so viel rumreden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal von Star Stable Online. Ciao.